Ich grüße euch zurück zu Link's Awakening. Mann, ey, das war beim letzten Mal ganz schön knapp, aber wir haben es geschafft, den ersten Dungeon abzuschließen. Freue mich sehr, wir müssen aber da später nochmal hin, ne? Wegen der Truhe. Ich hab's nicht vergessen. So. Ja, Mann, ey, der Heldenmodus, ey. Er macht schon was her, aber mir war schon klar, dass das, ja, der Anfang ist halt bei sowas immer der schwerste. Weil man einfach weniger Energie hat. Ne, das wird sich aber im Verlauf der Spielzeit legen. Vor allem kriegt man ja in dem Spiel, habe ich ja erzählt, mehr Energie als im Original. Zum Schluss haben wir 20 Herzen. Und umso einfacher wird's. Kinder, was ist los? Habt ihr euren Ball verloren? Ja. Ah, du da! Ist etwas ganz Schlimmes passiert! Was ist denn los, Tom-Tom? Ja, ich hab was ganz Schlimmes gesehen! Ganz schlimm! Tam-Tam? Die Moblins sind ins Dorf gekommen! Ja, ganz viele! Eine ganze Gruppe von Niblons! Moblins! Ja, das passiert mir auch öfter, keine Sorge. Ja, dann sind sie zum Haus! Ja, dem Haus von Komet und der Frau! Sie haben etwas ganz Böses getan! Oh ja, das war vielleicht böse! Ach, finde besser selber raus, was geschehen ist. Die Mucke, Alter. Madame Miau Miau, was ist denn? Arsch, es ist entsetzlich. Sie haben meinen Kometen entführt. Die Mob. Die Moblins. Warum hilft denn keiner meinem kleinen Komet? Eigentlich sieht das so aus, als könnte er sich selber ganz gut beschützen. Ich meine, das ist ein Riesenhund. Okay. So, scheiße, ich muss gucken. Kann Taryn irgendwas machen? Taryn, kannst du mir helfen? Taryn, was machst du denn da? Ruf doch Ulrira an, wenn du eine Frage hast. Ja, man kann echt mal so ein bisschen sich den Spaß machen und immer nach jedem Tempel kann man mal hingucken gehen. Weil der dürfte dann immer was Neues zu sagen haben oder er macht immer irgendwas anderes. Maren, oh mein Gott, der Hund wurde entführt. Hallo Marcel, Taryn ist zu Hause und schläft, dabei scheint draußen noch die Sonne. Ja, und alle sind in heller auf der Panik, Maren. Ah, ich könnte das nicht, ich singe lieber, und zwar die Ballade von Wilden. Maren! Alle voll am Ausrasten, Hilfe! Oh nein, eine Entführung. La la la. Ja, yeah, okay. So, die Moblins, ja, haben ihr Versteck nördlich des Waldes. Ja, an sich, ne? Leute, ne, wundert euch nicht. Es wirkt ja immer so, dass ich halt wirklich sehr zielgerichtet dahin gehe, wo ich hin muss. Aber das Spiel lässt es auch gar nicht anders zu. Also wenn ihr euch irgendwie noch umgucken würdet, da und dahin gucken würdet, dann würden halt der Weg wäre halt irgendwann blockiert, allein halt durch so einen Stein. Zum Beispiel nach Osten das Dorf verlassen. Geht aktuell nicht, weil da so eine Steine liegen. Also nicht wundern, ich weiß, ich will mir ja nicht vorkommen, als ob ich hier durchwasche. Nein, 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 das ist nicht so böse gemeint. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten und ich gehe natürlich den sichereren Weg, der noch ein Herzteil hat. Bam, badam, bam. So. Ich will einfach mal ausprobieren, ob die mich wirklich nur verlangsamen und mein Schwert nicht ziehen lassen. Ja, traut mich aber jetzt noch nicht auszuprobieren. Hallo. Das Teil der Macht, Leute. Gibt mir Kraft. So. Twem. Herzteil. Yeah. Und so bricht der neue Herzcontainer an. So. Ich glaube, bis zum nächsten Tempel finde ich dann nicht nochmal neue. Nee, ich glaube nicht. So, da geht's auch nicht mehr lang. Überall Steine, die den Weg blockieren, ey. So, Taltalhöhlen. Höhen. So, Taltalhöhen. Und hier ist auch der Ort der Moblins, der Hauptort. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Oh, stimmt, der Windfisch, Leute. Ist ein bisschen doof, dass er so heiß, weil eigentlich ist es ja ein Wal. So. Hier sind die Taltalhöhlen. Boris Hütte gleich in der Nähe. Ja, Leute, Boris Hütte. Das ist ja neu. Oh, da muss ich mal kurz hin zu ihm. Hier war ja sonst im ersten Remake von Link's Awakening, und zwar Link's Awakening DX. Da war ja hier ein Fotoladen. Der wurde jetzt tatsächlich, ja, ist ein bisschen schade, halt ersetzt gegen Boris seine Hütte. Da gucke ich mal nach. Boris? Boah, die Musik, Alter, wie cool das hier auch aussieht. Hallo? Was willst du schon hier? Du kannst doch nicht einfach reinkommen. Ich bin mitten in den Vorbereitungen. Vorbereitung? Oh, cool, man soll hier noch gar nicht hin. Okay, gut. Ja, was passt aber, dass der Totengräber Boris hier ist, weil tatsächlich direkt unter uns ist nicht weit entfernt der Friedhof. Stimmt's? Wow. Oh, guck mal, hier richtig. Oh, sogar mit Boss markiert, Wohnpalast. Oh, sogar wie unser Heldenmoduszeichen. So, oh, ach guck mal, die Teilhöhen ist dieser ganze Landstrich hier. Okay, ja und hier ist halt der Friedhof. Voll cool, dass Boris hier noch in der Nähe ist. So, aber wir wollen erstmal den Entführten zurückholen. Sollte kein Problem sein. Ich kann ja springen. Aber ich kann hier nicht hoch. So,
die Moblin-Höhlen. Was ist hier los? Oh shit. Ey, was bist du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauch Hilfe. Ching, ching. Ching. Ja. War klar, dass sie nur in der Höhle hausen. Boah. Oh. Halber Damage. Sehr geil. Schutzeicheln. So. Alle umgebracht, Alter. Wow. Alter, was soll das? Aha. Der muss der Kampfjäger sein, den man da mir irgendwie umgesandt hat, um ihren Köder zu retten, Mann. Du sollst erstmal dich retten. Oh, oh. Oh, okay, cool, man kann... Verdammt, der muss eigentlich gegen die Wand rennen. Ah, verdammt, warum rennt der nicht mehr gegen die Wand? Oh Gott. Komm, renn gegen die Wand gegen. Haben sie den geändert? Bitte nicht. Ah, okay, alles klar. Ah, düp. Werfen mit seinen Speeren, wirft einer. Ja, komm her. Okay, verdammt. Er muss näher an die Wand. Ja. Du. Wie cool er aussieht jetzt. Ja. Oh, zack. So. Okay, ist also ein bisschen random-mäßiger, wann er wirklich die Wand berührt. So, jetzt pass mal auf. Ja, ich komme. Verdammt. Die Wirbeltag hat nicht getroffen. Ja. Wow. Boah, voll reingesprungen. Bin so ein Depp, ne? So. Verdammt. Er muss, glaube ich, echt gegen die Tür, nicht so gegen die Ecke laufen. So, da habe ich da reingesprungen. Bin, heißt, ich kann einfach darunter durchlaufen? Durch die Speere? Oh, komm schon. Komm schon, Digga. Mach mal voll Karacho hier gegenrennen. Ich weiß doch, dass du es willst. Du. Jetzt pass auf hier! Ey, sag mal! Der muss da halt gegenrennen! Ich versuch's mal! Und tschüss. So. Das war die Moblin-Höhle. Und da ist der Entführte. Mensch. Ganz ruhig, Schnuffi. Oder Wauwi. So. Ansehen. Warte mal, was ansehen? Yeah, du hast Komet gerettet. Ein furchterregendes Vieh. Ja, und der Hund ist jetzt an unserer Leine. Das ist so geil. Für einen kleinen Moment im Spiel begleitet er uns jetzt. So, und mit ihm kommen wir jetzt ja quasi echt schon direkt in den nächsten Dungeon. Voll cool. Hat nicht so viel Vorbereitungszeit benötigt wie der erste. Boah, der erste ist ja halt doch, ne? Ist ja halt direkt am Anfang und sowas alles. Von daher, alles cool. So. Die Eule. Bam, 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 bam. Und der Hund guckt auch zu. Okay, er guckt sich die Wand an. Das ist ja ein furchteinflößendes Tier, was du da bei dir hast. Hey, im Original hast du noch Köter gesagt, oder? Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Oh, jetzt ist Boris da. Boris! Warte mal, Schwemm! Boris, ist okay. Was machst du hier? Hier sind die... Link, nicht mit dem Schild, dem Typen hier. Du hast es auf dieser Insel geschafft, Mann. Das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir hier helfen? Ich bin Boris und meine Aufgabe hier ist es, interessante Sachen auszubuddeln. Wenn du etwas Zeit hast, komm mich mal in meine Hütte dort besuchen. Oh, okay. Weil das ist neu. Der Link, den interessiert natürlich am meisten. Da muss ich jetzt mal gucken. So, wo ist denn Boris? Schön mit dem Hund, Boris Hütte. So, lass dich nicht ablenken von meinem Hundi, ne? Hallo. Ja, ich bleibe hier, während du dich um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber lass mich nicht zu lange warten, wenn es geht. Okay, ich denke mal, nach dem zweiten Tempel können wir ihn besuchen. Und dann sehen wir uns mal um, an was geht. Was denn passiert? So, mit der Eule habe ich gequatscht, deswegen leuchten, glaube ich, die Augen. So, hier kommen wir tatsächlich nicht zum Sumpf, weil überall Steine liegen. Wir müssen also nochmal zurück. Aber das da oben links ist halt der Sumpf, wo wir hin sollen. Yeah! So, pass auf, Struppi ist ein richtig krasser Verbündeter. Genau aus dem Grund, Alter. Das macht ja aber leider auch ein bisschen random. Je nachdem, wie er Hunger hat, glaube ich. Ja. So. Schrubbel los, Fass!
Oh, richtig Überraschungssnack, Alter. So. Graben. Er kann reden. Du kannst reden? Und er hat gesagt, ach, guck mal hier, die Blätter. Die Blätter markieren so irgendwie so eine Stelle, kann das sein? Oder hier, graben. Okay, ey, das ist ja cool. Aber wartet mal, ich weiß ja, dass man den Hund, den hat man halt nicht für immer. Den gibt man halt irgendwann wieder ab. Oh. Ah, das ist ja geil. Oder kann ich den irgendwann mitnehmen? Warte, nee, im Inventar habe ich ihn nicht. Das wäre natürlich cool. Willst du mit Struppi Gassi gehen? Okay, das wäre geil. Aber okay, so. Schleimsumpf, Zauberwellen. Sups. Okay, die Dinger sind fies, weil die einen den Schild klauen. Leider. So, Struppi, fass! Friss alle auf! Die es nicht anders verdient haben. Vor allem den Schleimfieder, weil das ist doof. Ist das hier auch wieder was zum Graben? Was macht der denn? Der Hund hat irgendwas. Irgendwas hat der Hund. Ach, wir werden sowieso, wenn wir alles haben, werden wir sowieso alles umbuddeln. Ist doch klar. So, okay, hier kann ich schon mal mir was holen. Hopsi. Yeah! Und zwar ein bisschen Cash mit dem Zwacken erhalten. Prima. So, hier später noch irgendwas. Aber dafür brauche ich etwas, womit ich ja den Schädel da wegkriege. Keine Ahnung mit was, Leute. Boah, wie er schon vorab snacken will. Obwohl die Gegner noch gar nicht da sind. Ja, so ist das, wenn man eine Spürnase hat. Wie so ein Hund. Okay, er sieht nicht aus, er hätte eine Nase, ich weiß, aber trotzdem. Worunter ich schubst den dann nicht. Los, schnapp ihn dir. Oh, hier kann man aber schon aufgraben, oder? Jetzt sieht ja alle so aus, so verdächtig. Oder oben ist ein Herzteil. Oh, okay, das Herzteil da oben lag da vorher auch noch nicht. Struppi hat sich in der Wand verbissen. Ist okay. So, komme ich auch leider so nicht hin. Talgebirge. Oh, habe ich jetzt das ganze Gebirge schon auf der Karte? Boah, tatsächlich. Alter. Krass. So, hallo. Musik. Der Fisch regt sich im Ei. Du bist dort. Was? Wer regt sich hier im Ei? Oh Mann. Ich hab dich da gerade runtergeschubst. Du bist wieder da. Alter, was ist denn mit Struppi los? Struppi hat sich voll in der Wand verbackt. So, erstmal die Hälfte reduziert. Boah, wie lang die Kette wurde. So, hier kann man wieder Ulrira anrufen. Will man aber nicht. Ne? Ich weiß, wieso was los ist. Ne? Komm, wir können auch Spaß mal machen. Ulrira, was ist los? Vor allem, bringt die mit Stromkabel. Wo führt denn das hin? Ja, hier Ulrira. Die unzerstörbaren Blumen im Schleimsumpf sind die Leibspeise von Komet. Warum führst du die nicht einmal dort herum? Tschüss. So, genau. Die Leibspeise von Komet. So. Gefahr, betreten verboten. Außer für Komet. Struppi hieß er. Jetzt, wo ich das Schild gelesen habe, fällt mir der Name wieder ein. Der hieß im Original Struppi. So, das hier ist kein tiefes Wasser, zum Glück. Also, es ist einfach nur sumpfig. So, die Fische machen mir Angst. So. So, aber nicht so viel Angst, ne? So, da, die Blumen sind da ein bisschen schlimmer. Weil die, die nach mir schießen. Struppi, du musst sie schnell essen. Schnell, Struppi, friss sie! Alter, was ist das denn für ein Alter, was zur Hölle? Struppi, snack sie doch! Struppi, warum snackst du denn nicht? Boah, wir müssen richtig auf ihr fressen, einfach der ganze Vieh. So, kein Bock. So, ich mach noch das hier, weil hier ist noch ein bisschen Cash. Struppi, bitte essen. Essen, los. Ich zeig mit den Fingern drauf. Jetzt fass es doch mal! Dieser RNG-Hund. Los, danke, Mann. Ach, ich stehe viel zu groß eigentlich, aber was soll's. Yeah, nochmal ein schöner Fuffi. Sehr geil. So, und da kommt noch gleich die Erinnerung hoch. Ja, Leute, wir werden nach dem zweiten Tempel genug Geld haben für die Schaufel. So, guck mal, die haben eine Blume ersetzt durch einen Stein. Ja, auch sehr wichtig, denn ja, die Blumen kann wirklich zu dem Zeitpunkt des Spiels nur Struppi wegfressen. Später geht das auch noch mit was anderem. Ja, aber dann müsste man halt in den Tempel, könnte man erst sau spät wieder rein. Deswegen, let's go. Ich lass Struppi mal hier draußen, ne? So. Struppi ist angekettet, denn wir müssen den Dungeon alleine machen. Oh, die Djinn-Grotte. Leute, Fässern hier können wir nicht hin. Können wir nicht hochheben. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. So, das weiß ich aber auch schon, dass das geändert wurde, was ich sehr gut finde. Solche Rätsel hier bleiben bestehen. Früher war es halt echt so, wenn ich jetzt nach rechts gehe und wieder hier reingehe, müsste ich die Fackel nochmal anzünden. Ja, das war im Original ein bisschen lästig, ja. Aber das haben sie jetzt geändert. Die Fackeln bleiben jetzt für immer an. Suppi. Oh, da ist einer, der schon...
Da ist einer, der schon mit Knochen schmeißt. Nee, okay, gut. Der einfach nur mich anspringt. So, erster Schlüssel. Aber wir haben aber zwei Türen, um da lang zu gehen, ne? Hi. So, Oha. Okay, wieder so eine komische Eule. So, ich gehe erstmal nach links. Weil ich weiß, dass es hier... Ah, schön, wir bleiben einfach an. Dass hier irgendwann auch nochmal draußen mal einen Schlüssel gibt. Man kann sich ja hier nichts verbauen. Aua! Aber man kann sich hier erschrecken vor den Viechern hier. Toll. Man muss einfach aufpassen, Alter. So. So, okay. Tür ist zu, verdammt. Okay, ist ja gar nichts. So, mal kurz ab nach hinten. So. So. Tür ist offen. So. Yeah, der Schnabel der Eule. Sehr gut. Mitnehmen. So, okay, Tür ist offen. So, halt, Vorsicht. Ching. Das ist echt fies, ey. Okay, aber ich muss einfach immer aufpassen. Am besten nicht gleich losrennen in einen Raum, den man noch nicht kennt, ne? So, an sich der Boss hier, der kann auch übel sein. Der Boss hier, aber mal gucken, ob ich ihn nochmal aufheilen muss. Diesmal ist ja das Aufheilen nicht so schlimm, weil es ja im Wald. Da ist ja eine Fee. Senke die Bodenplatten, indem du den Kristall einfach schlägst. Boah, sieht richtig schick aus jetzt. So, ja, die Viecher sind auch so komische Viecher. Das sind Shy Guys, die sich entgegengesetzt unserer Richtung bewegen. Ja, ihr seht das. Und die nur von hinten angreifbar sind. Ich weiß nicht, ob das hier sogar geht. Nee, geht natürlich nicht. So, ich hab Angst. Oh. Boah, guck mal, Alter, das ist einer. Boah, ein neuer Gegner. Aber auch kein Problem. So, so eine komischen Kuttenskelette, ey. Yeah, ein weiterer Key. Sehr schön. So, den muss ich auch nochmal schnell benutzen. Ja, weil ich muss mir den Kompass holen. Der ist nämlich genau ein Raum hier neben. Oh, shit. Warum lebt der schon wieder? Wow. Okay, bloß nicht Knochen nach mir werfen, ey. Da hab ich Schiss vor. Weil die können immer, ja, mich auch richtig gemein treffen. So, hier haben wir zum ersten Mal so einen Typen. Und wenn man halt so sich bewegt, guck mal, dann bewegt er sich nämlich auch so und wir drehen ihn immer den Rücken zu und dann ist seine Schwachstelle erreichbar. Tot. Ah, zack. Dann macht man doch gerne für den Kompass, oder? So. Yeah! Ein richtig dicker Kompass. Du kannst sehen, wo die Truhen und die Bosse sind. Und außerdem ein Signal, wenn der Schlüssel da ist. Im Original war richtig irgendwie so eine ganze Zeile in Riesenbuchstaben von wegen neu, neu, neu. Richtig dumm. So. So, werden die Gegner wissen alle tot, Alter? Ich hoffe doch. Ja, erstmal den hier vorlassen. So. So. Yeah. Schalter geswitcht. So, jetzt kann man hier, wie man möchte, halt die Schalter nochmal ein bisschen umlegen. Man kommt einfach so eigentlich auch schon drüber, aber so ist ein bisschen einfacher, vor allem wenn man die Truhe allein mitnimmt. Yeah, got the key! Neuer Schlüssel! So, wir müssen noch gleich nochmal zurück, denn es gibt hier noch einen Schlüssel. Hups. Hups. Weil wir haben hier nochmal die komischen Gesellen hier. Und ich habe ja schon erzählt, wie man die besiegt, ne? Bams. So, und Bams. Ein Teil der Macht! Und ein Schlüssel auf der anderen Seite. Klasse. So! Teil der Macht. Spürst du, wie du alle jetzt umschlitzen kannst? So, Twappen. Twappen. So. Die Sprünge sind irgendwie geil. Weiß auch nicht warum. Der Typ ist echt wieder da, ne? Der komische Grufti mit seiner Kapuze. So. Tschüss, Mann. Einfach eingesperrt. Ja. Ganze Key. Einfach eingesammelt. So, Leute, ich würde aber sagen. Warte mal, ich muss irgendwo. Bin ich irgendwo sicher? Ich bin hier nirgendwo sicher. Ich würde sagen, wir können erstmal den Part erstmal beenden, wo ich sicher bin. Warte mal, scheiße. So, dann schaffen wir beim nächsten Mal aber auf jeden Fall den ganzen Tempel gleich in einem Rutsch. So, puh, okay. In einem Rutsch soll der Tempel, sollte kein Problem sein. Ich weiß ja, worauf es ankommt. Ich muss nur überlegen, ob ich mich nochmal heilen sollte bei einer Fee, die im Wald ist. Da kommen wir schnell hin. Struppi ist auch nicht weg, der wartet draußen. Und ja, weil ich glaube auch der nächste Boss zieht auch wieder mit einem Treffer halt zwei Herzen ab. Wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.